In diesem Video geht es um die Figurencharakterisierung und deren Konstellation für Georg Büchners Drama Wozzeck. In einem anderen Video gebe ich euch eine Inhaltszusammenfassung und historische Quellen. Meine persönlichen Quellen und Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen können, eine kurze Information. Meine Zitate in diesem Video orientieren sich an den Reklamausgaben. Natürlich sind die Inhalte auch für alle anderen Ausgaben korrekt, nur dann stimmen eben die Seitenangaben nicht mehr. Wenn man sich das Figurenverzeichnis vor der ersten Szene anschaut, zählt man über 28 Figuren. Die kann ich in diesem Video nicht alle charakterisieren. Ich beschränke mich deshalb hier auf die wichtigsten. Das sind der Protagonist Wozzeck, die Mutter seines Kindes Marie, ihr neuer Flirt, der Tambourmajor, der Hauptmann, der Doktor und Wozzecks Kamerad Andres. Der Protagonist und Namensgeber des Stücks ist Franz Wozzeck. Als einfacher Wehrmann gehört er einer sozial niedrigen Stufe an und ist laut seinem Testament 30 Jahre alt. Er hat ein Kind mit Marie. Die beiden sind aber nicht verheiratet, was in der Gesellschaft verurteilt wird. Das erfahren sowohl Wozzeck als auch Marie am eigenen Leib. Wozzeck hat ein geringes Einkommen, weshalb er zusätzlich zu seiner Tätigkeit noch Nebentätigkeiten ausübt. Deshalb ist er ständig in Eile und hetzt von einem Ort an den nächsten. So rasiert er seinen Hauptmann und steht dem Doktor als Proband für das Erbsenexperiment zur Verfügung. Sowohl der Hauptmann als auch der Doktor äußern sich bei den Begegnungen mit Wozzeck abfällig und verachtend über ihn. Für das Experiment darf er sich über mehrere Monate hinweg nur von Erbsen ernähren und muss sich vom Doktor untersuchen lassen. Nach 3 Monaten des Experiments leidet Wozzeck ganz offenbar an einer Erkrankung, die vermutlich in der Folge der dauerhaft einseitigen Ernährung auftritt. So hört er Stimmen, spürt Schwindel, hat Verfolgungswahn oder leidet an Muskelzuckungen. Wozzeck ist eifersüchtig, weil Marie ihn mit dem Tambourmajor betrügt. Im Gerangel mit ihm verliert Wozzeck. Schlussendlich ersticht er die Mutter seines Kindes. Marie Zickwolf ist die Mutter von Wozzecks Sohn. Die Eltern sind aber nicht miteinander verheiratet. Sie hat langes, dunkles Haar und dunkle Augen. Insbesondere drückt sich Marie durch das Singen von Liedern aus. Wie Wozzeck lebt auch sie in einfachen Verhältnissen, scheint aber vom sozialen Aufstieg zu träumen. Auf andere Männer wirkt Marie sehr attraktiv. Auf dem Jahrmarkt schwärmen der Tambourmajor und der Unteroffizier von ihrem Aussehen und bekunden sexuelles Interesse. Sie ist offensichtlich auch an anderen Männern interessiert. So schwärmt sie schon nach dem ersten Sehen vom Tambourmajor. Sie lässt sich mit vermeintlich glamourösen Geschenken wie Schmuck beeinflussen. Später hat sie mit dem Tambourmajor ein Liebesverhältnis, schläft nach kurzem Zögern und tanzt dann mit ihm öffentlich im Wirtshaus. Später bereut sie ihre Untreue und sucht in der Bibel nach Halt. Allgemein führt ein Tambourmajor einen Spielmannszug an, also schreitet prächtig und stolz in Uniform vor einer Musikkapelle her. Dabei geht er in gemäßigtem Schritt und hält den sogenannten Tambourstab empor. Per se ist der Tambourmajor aber einfacher Soldat, in der militärischen Hierarchie also unten. Beim Tambourmajor in Wozzeck handelt es sich um eine körperlich beeindruckende Figur, die durch die Funktion als Kapellenführer heraussticht. Offensichtlich aber auch die Aufmerksamkeit genießt. Das merkt man am kurzen Flirt mit Marie am Fenster. Der Tambourmajor verkörpert mit Uniform und exponierter Position vor dem Spielmannszug ein Bild von stolzer und selbstsicherer, womöglich sogar toxischer Männlichkeit. Er begehrt Marie sexuell und geht dabei selbstsicher und zielstrebig vor. Ihre Aufmerksamkeit gewinnt er mit seiner bloßen Ausstrahlung. Mit Ohrringen als teurem Geschenk umwirbt er sie dann. Betrunken wird der Tambourmajor aggressiv. Gegen Wozzeck setzt er sich mit seiner körperlichen Stärke durch. Der Hauptmann bekleidet den Rang eines Offiziers und ist damit in der bürgerlichen Oberschicht oder gar beim niederen Adel anzusiedeln. Wozzecks Vorgesetzter ist dick und laut dem Arzt Schlaganfall gefährdet. Wozzeck gegenüber benimmt er sich herablassend und beleidigend. Genüsslich erniedrigt er ihn, indem er vor dem Doktor Wozzeck auf Maries Untreue hinweist.
Der Hauptmann lässt sich von Wojciech rasieren. Dabei philosophiert er herum und offenbart so einen Weltschmerz und Sorge vor dem Lauf der Zeit. Es zeigt sich, dass er Hektik und Schnelligkeit nicht leiden kann und Ruhe verlangt. Im Gespräch mit dem Doktor offenbart er depressive Verstimmungen. Auch wenn der Hauptmann von Tugend spricht und Wojciech für sein uneheliches Kind verurteilt, zeigt sich zwischen den Zeilen, dass auch der Hauptmann tugendlos ist, wenn er in den Gassen jungen Mädchen nachstellt. Der Doktor, beziehungsweise in der Hofszene bei Reklam auch Professor genannt, ist einerseits Arzt und andererseits Naturwissenschaftler, der Experimente an Lebewesen durchführt. Nicht nur lässt er in der Hofszene eine Katze vom Dach werfen, um seinen Studenten ihre Reaktion zu zeigen. Auch an Wojciech untersucht er die Auswirkungen einer monatelangen Erbsendiät. Wojciech ist für ihn ein menschliches Versuchskaninchen. Die gesundheitlichen Folgen des Experiments interessieren den Doktor dabei besonders. Dass Wojciech darunter leidet, ist ihm dagegen egal. Im Gegenteil freut sich der Doktor über jedes neue Symptom und belohnt Wojciech dafür mit einer Zulage. Er sei ein interessanter Kasus, also Fall. Dass dem Doktor die Gefühle von Wojciech egal sind, zeigt sich auch daran, dass er Wojciech seinen Studenten vorführt, sie sogar auffordert, Wojciech zu betasten, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Es zeigt sich dadurch eine sadistische und unmenschliche Wissenschaft, die Gefühle als irrational ablehnt. Eine sadistische Ader zeigt sich auch, als der Arzt dem Hauptmann einen nahenden Schlaganfall prophezeit, der daraufhin Angst um sein Leben bekommt. Die menschliche Vernunft und sein Wille stehen für den Doktor über allem anderen. Andres ist einfacher Soldat und teilt sich mit Wojciech eine Stube. Die Kameraden sind befreundet und vertrauen einander. Das zeigt sich daran, dass Andres im Gegensatz zu anderen Figuren im Drama Wojciech freundlich gesonnen bleibt und sich nicht von ihm abwendet. Stattdessen gibt er ihm zweimal den Rat, sein, wie er es nennt, Fieber zu behandeln. Andres ist aber auch eine ahnungslose Figur, die sich nach Befehlen richtet und nicht nachdenkt. Andres könnte man auch als das Gewissen Wojciechs interpretieren, da er immer nur gemeinsam mit ihm auftritt und auf ihn reagiert. Als Gewissen wäre Andres aber auch schwach, weil er den Mord an Marie nicht verhindert, obwohl es klare Anzeichen dafür gab. Eine Möglichkeit, diese ganzen Figuren in eine Konstellation zu bringen, ergibt sich über deren jeweilige soziale Stellung. So lassen sich die Figuren in Oberschicht und einfache Bevölkerung unterteilen. Wojciech als Protagonist ist Teil der einfachen Bevölkerung, genauso wie sein Freund und Kamerad Andres. Mit Marie hat er ein Kind, die beiden sind aber nicht verheiratet. Marie geht eine Affäre mit dem Tambourmajor ein. Auch er ist zwar nur ein einfacher Soldat und damit Teil der einfachen Bevölkerung, allerdings scheint er Wojciech zu übertreffen. Nicht nur hat er eine wesentlich achtungheischendere Ausstrahlung und wirkt selbstbewusst, sodass Marie ihn attraktiv findet, er ist Wojciech zudem auch körperlich überlegen. In der Oberschicht der Gesellschaft befindet sich dagegen der Hauptmann, der seinen Untergebenen bloßstellt und beleidigt. Ebenfalls in der Oberschicht bewegt sich der Doktor bzw. Professor. Er missbraucht Wojciech als Versuchsobjekt und freut sich über die Folgen des Experiments, die bei Wojciech großen Schaden anrichten. Von beiden Figuren aus der Oberschicht wird Wojciech also ausgebeutet und missbraucht. Marie betrügt ihn, der Tambourmajor besiegt ihn. Einzig Andres ist Wojciech gegenüber aufrichtig und freundlich. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Teilt das Video auch gern mit eurer Klasse oder mit eurem Kurs. Mein zweites Video mit der Inhaltsangabe findet ihr hier, meine Quellen und Links in der Videobeschreibung.